Hallo Freunde des First-Person-Genres. Und zack. Oh, wie schön, dass die auf die Fresse liegt. Ich finde Ragdoll Physik ist einfach was total Tolles. Ich könnte da stundenlang zuschauen, wie es die hinlegt. Naja, vielleicht nicht Stunde. Aber es macht Spaß. Übrigens war wohl das erste First-Person-Spiel mit Ragdoll Jurassic Park Trespasser. Was das erste Spiel generell mit Ragdoll war, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber es gibt die ein oder andere Website sowie den ein oder anderen Mensch im Internet, der behauptet, das 1996 erschienene Rocket Jockey von Rocket Science Games wäre das erste Spiel mit Ragdoll. Ich bin kein Profi für physikalisch korrekte auf die Fresse Flieger Engines. Für mich jedoch sieht das nicht nach echten Ragdoll aus. Korrigiert mir, falls ihr damit meiner Meinung falsch liegt. Wenn ihr aber wisst, was das erste Spiel mit Ragdoll war, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt geht's aber gar nicht um Ragdoll, sondern es geht um Black Shades. Black Shades ist ein 2002 erschienener, kostenloser First-Person-Shooter von Wolfire Games. Das Entwicklerteam Wolfire Games hat nach Black Shades Titel entwickelt wie Receiver oder Overgrowth. Mit Black Shades gewann das Team neben ca. 40 anderen Teilnehmern den UDEV Game 2002 Contest. Ich habe das Spiel ohne irgendwelche Informationen installiert und dachte zuerst, was das für ein Schrott? Und dabei meine ich auch gar nicht die spezielle polygonale Grafik, womit das Spiel mich ein wenig an GTA 3, wenn es auf der PlayStation 1 erschienen wäre, erinnert. Ich weiß übrigens immer noch nicht, welche Engine hier verwendet wurde, aber vielleicht findet es noch heraus. Direkt nach dem Start des Spiels befinde ich mich in einer leeren Welt, mit Persona, deren Gesichter ebenso leer sind wie die Welt selbst. Ich starte mit dem Sturmgewehr in meine virtuelle Hände. Aber was soll ich damit machen? Was ist jetzt das Ziel? Das Spiel gibt mir nämlich keine Anweisungen. Oder gar eine Story. Denn eine Story, die gibt's nicht. So war ich anfangs der Meinung, ich soll einfach ohne Hirn und Verstand Leute über den Haufen schießen. Nee, Freunde, so ist es aber nicht. Es gibt sehr wohl einen Sinn in dem Spiel. Und er hat mir durchaus gut unterhalten. Also, worum geht's? Zwischen all den Leuten läuft der Typ ganz in Weiß. Und das ist unsere zu beschützende Person. Wir sind nämlich eine Personenschutzfachkraft, also Bodyguard. Der Typ in Weiß scheint wichtig zu sein. Sehr wichtig. Weil ständig irgendwer versucht, ihn kalt zu machen. Warum will ihn ständig jemand umlegen? Vielleicht hat er ermittelbare Krebs gefunden. Oder er trägt die Rezeptur von einem großen Erfrischungsgetränkehersteller bei sich. Ich weiß es nicht. Und ich denke, wir werden es auch nicht erfahren. Wir müssen jedoch um jeden Preis auf ihn aufpassen. Das Spiel hat, soweit ich weiß, kein Ende. Es geht wohl endlos mit immer neu generierten Städten weiter. Jedes Level hat eine Zeitbegrenzung. Innerhalb dieses Zeitfensters müssen wir es schaffen, dass der Typ in Weiß überlebt. Das Zeitfenster ist meistens unter einer Minute. Zumindest die Levels, wo ich gesehen habe. Für jeden verhinderten Angreifer und für jedes bestandene Level gibt es dann Punkte. Das Eliminieren von Nicht-Angreifern, also Passanten, bestraft das Spiel jedoch mit Minuspunkten. Nach jedem Level bekommt man dann eine andere Waffe. Wir beginnen mit dem Sturmgewehr, danach geht es weiter mit der Pistole, Scharfschützengewehr, Schrotflinte, Handgranate, Messer
untere Magnum. Die Waffe zirkuliere wohl ständig random durch. Aber wir haben nicht nur die ganze Waffe, sondern wir besitzen auch noch zwei Fähigkeiten. Zum einen können wir Slow-Mo aktivieren, was wirklich eine große Hilfe ist, aber bei jeder Benutzung ebenfalls Minuspunkte erzeugt. Und zum anderen den Seeleflug, von dem ich bis jetzt noch nicht weiß, was der mir bringt. Slow-Mo brauche ich nicht erklären. Mit dem Seeleflug hingegen soll man seinen Körper verlassen können, durch die Stadt schweben und Attentäter aufspüren. Aber wozu? Hängt doch sowieso ständig irgendeiner an dem Typen in Weiß, um den zu killen. Was soll ich denn suchen? Der Ablauf ist ebenfalls immer gleich, nur hin und wieder kommt so eine Art Zombie-Level dazwischen. Vom Prinzip her das gleiche, nur dass die Gegner keine Waffe haben, sondern versuche, den Typ in Weiß zu beißen. Am Anfang fühlt sich's an, als ob sich der Schwierigkeitsgrad nicht wirklich ändert. Doch mit jedem Level wird auch das Spiel tatsächlich schwieriger. Und bei mir war im dritten Zombie-Level Feierabend. Würde ich es nochmal spielen? Ich denke eher nicht. Mir hat das Spiel durchaus Spaß gemacht. Doch für mich ist es kein Spiel, das mir abends auf der Couch einfällt, ich aufspringe, es installiere, weil ich plötzlich total Bock drauf habe. Aber ich glaube, das war auch nie Ziel der Entwickler mit diesem Titel, sondern es war mehr eine Demo, um zu zeigen, was sie können. Für ein paar Runden zwischendurch ist es wirklich nett, aber für mich war es das dann auch schon. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in kleine Pause statt Solitär eine der Abwechslung ist. So wie man in den Anfängen der 2000er zum Beispiel Mohun spielte und mit Kollegen und Freunden sein Highscore verglichen hat. Also, passt auf euch auf, als wärt ihr der Typ in Weiß. Ciao!